Als nächsten Vortragenden freue ich mich sehr, dass ich Herrn Professor Richard Werner begrüßen darf. Richard Werner ist seit 2004 Lehrstuhlinhaber für internationales Bankenwesen an der University of Southampton und hier Gründungsdirektor des Zentrums für Bankwesen, Finanzen und nachhaltige Entwicklung. Außerdem ist er Gastprofessor für monetäre Theorie und Politik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er hat lange Jahre in Japan verbracht und hat sich sehr intensiv mit den japanischen Wirtschaftsverhältnissen auseinandergesetzt, unter anderem mit der japanischen Wirtschaftsdepression und warum die nicht durch Zinssenkungen sozusagen behoben werden konnte. Da hat er sehr intensiv geforscht. Ist unter anderem auch beratend unserer Schwesterorganisation Positive Money in England zur Seite immer wieder gestanden. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir heute hier eine internationale Kapazität im Bankenwesen, in der Forschung über Bankenwesen hier begrüßen dürfen. Ich freue mich sehr und erteile Ihnen das Wort. Vielen Dank für die Einführung. Auch vielen herzlichen Dank an den lieben Herrn Kollegen Huber, natürlich für die Initiative, die er in den letzten Jahren gezeigt hat. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Stabiles Wachstum ohne Finanzkrisen ist möglich. Natürlich gleich in diesem Raum hier. Wachstum muss natürlich richtig definiert sein. Wir können uns da also gegen Ende des Vortrages drüber unterhalten. Also ich sehe da keinen Widerspruch, denn Wachstum ist sowieso nur eine Fiktion, die wir durch die Buchhaltung geschaffen haben, durch die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, denn es gibt natürlich gar kein Wachstum. Aber wir wollen jetzt nicht anfangen, alle Definitionen gleich am Anfang umzuschmeißen, also im normalen Sinne, wie das so vom Bürger gesehen wird. Und das muss natürlich nachhaltig sein, das werde ich auch noch betonen. Aber es ist möglich, dass wir diese Finanzkrisen vermeiden. Die nötigen Reformen sind sogar erstaunlich leicht durchführbar. Und es gibt da eine ganze Reihe und die beste Lösung haben wir schon gehört. Aber der Zug fährt leider gar nicht in diese Richtung. Und da möchte ich auch mir ein bisschen Gedanken drüber machen, warum das ist. Und da können wir dann vielleicht auch drüber diskutieren, was wir dann daher machen sollten. Als erstes ist es wichtig, dass wir die wichtigen Akteure richtig verstehen. Und in den Märkten, den sogenannten, schaut man immer auf die Zentralbanken. Und ich glaube auch, der Otto Normalverbraucher weiß, Zentralbanken sind schon sehr wichtig und stehen relativ zentral in diesen Zusammenhängen in der Wirtschaft. Okay, was machen die eigentlich? Wie funktioniert denn, was die machen? Hier ist die Partyline, die offizielle Geschichte. Zentralbanken wollen natürlich Stabilität schaffen. Und sie können die Reden der Zentralbanker mit Keyword Search durchgehen und die Anzahl des Ausdrucks Stabilität zählen. Es kommt sehr, sehr oft vor. Stabilität der Preise, des Wachstums, der Währung, alles ist immer stabil in diesen Reden. Das ist, worum es geht bei den Zentralbanken. Wie wollen die das erreichen? Tja, die Zinsen werden verwendet, das ist das wichtigste geldpolitische Werkzeug. Der Zins. Warum? Warum ist der Zins so wichtig? Und das wurde natürlich insbesondere bis zur Bankkrise, der nordatlantischen Finanzkrise, täglich wiederholt in allen Medien und in allen Formen, insbesondere von den Zentralbanken und den von ihr gesponserten volkswirtschaftlichen Veröffentlichungen. Warum? Weil Zinsen die wichtigste Variable sind, die Determinante. Die Zinsen bestimmen die Preise, das Wachstum, die Wechselkurse, die Märkte. Es dreht sich nur um den Zins, wird uns erzählt. Ja gut, sollte diese Geschichte wahr sein, dann kann man schon mal feststellen, Zentralbank hat natürlich keinen guten Job gemacht, denn das ist mit Sicherheit genau das, was wir nicht erhalten haben bisher. Stabilität der Preise, des Wachstums, der Währungen. Und das ist vielleicht auch schon ein Grund, warum wir ein bisschen skeptisch sein dürfen. Hinterfragen wir doch mal diese offizielle Geschichte. Der wichtigste Punkt, und ich habe natürlich auch nicht allzu viel Zeit, und daher werde ich mich auf den Punkt beschränken hier,
ist die Grundlage dieses ganzen Argumentes, dass der Zins so wichtig ist als Werkzeug, weil er ja die Wirtschaft bestimmt. Und Sie kennen diese Geschichte. Niedrige oder fallende Zinsen sind positiv für Investitionen, für das Wachstum. Höhere, steigende, hohe Zinsen sind eher bremsend und auch schlecht für die Märkte. Also brauchen wir einen negativen Zusammenhang hier zwischen dem Zinsniveau und den Zinsbewegungen und dem Wachstum. Und was die Kausalität angeht, der Zins ist die Ursache, der Rest folgt. Daher der Zins natürlich auch so nützlich als Hauptwerkzeug der Geldpolitik der Zentralbanken. Wie sieht es mit den Fakten aus? Aber Sie wissen ja, wenn man eine Lüge erzählt, dann muss man eine große Lüge erzählen, weil sich keiner vorstellen kann, dass das eine Lüge ist. Und das ist eine Story, die wurde ja so oft wiederholt, dass natürlich jeder, selbst die Experten und Fachleute davon ausgehen, naja, das ist die Geschichte, die wurde ja schon 100-mal bewiesen. Das brauchen wir uns nicht anschauen. Es wurde noch nie bewiesen. Es gibt keine empirischen Beweise für diese Geschichte. Hier sind die Fakten. Schauen wir uns zwei der größten Volkswirtschaften an. Ich zeige Ihnen hier Grafiken, oben von Japan, unten von Amerika. Links haben wir also die rohen Zahlen. Wir haben der vertikalen Achse den Zins, kurzfristige Japan, langfristige Amerika. Man kann es beliebig ändern. Das gilt eigentlich für alle Arten von Zinsen. Und dann natürlich das Wachstum. Und wir sehen eine positive Korrelation. Höhere Zins, höheres Wachstum, niedriger Zins, niedriges Wachstum gehen immer einher miteinander. Sowohl in Japan, also Amerika, als auch praktisch allen Volkswirtschaften. Gut, Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber das ist ja nur so ein Scatterplot. Da wissen wir jetzt nichts über die Leads and Lags, wie lange das dauert, bis sich das auswirkt und so weiter. Gut, schauen wir die Zeitreihe an, das ist dann rechts. Wir sehen hier oben für Japan, dass sich, wenn Sie sich mal Mitte der 80er anschauen, das ist 87, das Wirtschaftswachstum erst erholt hat, rapide angestiegen ist und danach mit großem Lag der Zins ansteigt oder angehoben wird. Zuerst verlangsamt sich das Wachstum wieder, dann fällt der Zins. Gut, da können Sie jetzt vielleicht sagen, naja, das ist ja Japan oder gut, das ist der kurzfristige Zins. Bei dem wissen es ja auch die Märkte, die Zentralbanken sind hinterm Berg, die sind immer ein bisschen spät dran. Aber der liquideste Markt der Welt, der kann nicht so leicht hinter dem Berg gehalten werden, hinters Licht geführt werden. Und zwar ist das natürlich der amerikanische Treasury-Markt, die Staatsanleihen in Amerika. Und hier haben wir den Zins, die Rendite, die schwarze Linie ist das Wachstum, rosa Linie ist die Rendite. Wir sehen, dass selbst dieser liquideste und größte Anleihenmarkt der Welt zeigt, dass die Zinsen dem Wachstum folgen. Teilweise in den 80er Jahren sogar mit sehr großer Verspätung, über ein Jahr, fast zwei Jahre. Erst geht das Wachstum runter, dann gehen die Zinsen runter. Erst steigt das Wachstum, dann steigen die Zinsen. Und Sie können das selber natürlich auch bestätigen mit Ländern Ihrer Wahl. Das sind so die Fakten, die man nicht gerne überprüft und die bei uns und auch bei den Ökonomen das Phänomen der kognitiven Dissonanz auslösen, das übrigens auch neuerdings von den Humoristen entdeckt wurde. Es ist schon erstaunlich, denn wir leben ja im ständigen Widerspruch. Sehen Sie, es gibt eine Rezession, die Zentralbank sagt, wir werden jetzt die Zinsen senken, damit wir einen Aufschwung schaffen. Dabei werden die Zinsen ja nur gesenkt, weil die Wirtschaft schwach ist und die Zinsen dem Wachstum folgen. Es gibt keinen Beleg, dass niedrige Zinsen zu höherem Wachstum führen, weil die Zinsen immer dem Wachstum folgen und positiv korreliert sind. Die empirische Realität ist in zwei Dimensionen das Gegenteil der offiziellen Story. Die Korrelation ist nicht negativ, sondern positiv. Und die Kausalität ist nicht vom Zins zum Wachstum, sondern vom Wachstum zum Zins. Und mit diesen Fakten leben wir schon sehr lange. Und daher haben wir alle
irgendwo die Auswirkungen der kognitiven Dissonanz verspürt. Zinsen können nicht die Ursache des Wachstums sein, da sie die Folge des Wachstums sind. Und daher sind sie natürlich auch völlig nutzlos als geldpolitisches Werkzeug. Das erhebt natürlich ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, tja, wenn es nicht der Zins ist, was dann? Was ist dann die bestimmende Variable? Was treibt das Wachstum? Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Die andere Frage ist natürlich, ja, wenn das so ist, das sollte doch schon mal dem einen oder anderen Zentralbanker aufgefallen sein in den letzten 50 Jahren, denn schließlich sind sie auch die Arbeitgeber der größten Anzahl von Ökonomen, Ökonometrikern und Fachexperten in der Welt, die alle gut bezahlt sind und gute Pensionssysteme haben. Und wie Friedman ja schon belegt hat, nicht, die drucken ja das Geld und zahlen sich die Gehälter. Das ist eine ökonomische Tatsache. Aber es scheint ihnen nicht aufgefallen zu sein, denn sie verwenden ja immer noch den Zins als Hauptargument, selbst wenn es so offensichtlich ist, weil der Zins auf Null gesenkt wurde und das auch nichts hilft, wie natürlich abzusehen war. Selbst dann, wenn die Auswirkungen von quantitativen Politiken analysiert werden, spricht man immer davon, ja, wie wirkt sich das auf den Zins aus? Erstaunlich. Vielleicht werden Sie die Antwort auf die zweite Frage gegen Ende des Vortrags kennen. Ich möchte jetzt direkt die erste Frage beantworten. Was treibt die Wirtschaft? Es ist der Bankkredit. Der Bankkredit bestimmt das Wachstum. Und die Wirkung des Kredits hängt davon ab, wie der Kredit verwendet wird. Es gibt die unproduktive Verwendung, die unproduktive Kreditschöpfung und die produktive Kreditschöpfung. Eine Art der unproduktiven Kreditschöpfung ist natürlich der Konsumkredit. Daher, dass Banken Geld aus dem Nichts schaffen, und das brauche ich hier nicht näher erwähnen, ich werde das also als gegeben und verstanden voraussetzen. Daher ist es natürlich gefährlich, wenn eine Bank Kredit vergibt für Konsum. Denn Sie sehen, da wird mehr Geld geschaffen, wie Geld drucken. Das kommt in Umlauf, aber es wird nur konsumiert. Das muss natürlich Inflationsdruck auslösen. Das wurde seit den 70er Jahren auch näher von den Zentralbanken beobachtet. Und Schlimmstes wurde meist verhindert in vielen Ländern. Weniger bekannt, aber durch die Krise natürlich jetzt doch wieder prominenter geworden, ist die Realisierung, dass Bankkredit für Transaktionen, die gar nicht mal zum BIP beitragen, weil sie ja keinen Wert schaffen, sondern nur auf Kapitalgewinne, auf Spekulationsgewinne abzielen, nämlich Finanztransaktionen, die sind nicht im BIP drinnen, wenn dafür Kredit vergeben wird, dann ist das die gleiche Mechanik. Wenn Banken Kredit vergeben, dann schöpfen sie neues Geld. Und wenn wir jetzt Geld drucken und geben das Spekulanten, die das in Finanzmärkte reinpumpen, was passiert mit den Vermögenswerten in den Finanzmärkten? Man braucht kein Genie zu sein, um das Resultat zu kennen. Das ist also die unproduktive Kreditschöpfung. Und die ist nicht nachhaltig, führt zu Kosten. Je größer, desto höher die Kosten. Meist ist der Finanzkredit gefördert, sodass er sehr schnell sehr groß wird. Und dann haben wir natürlich richtige Finanzblasen und dann Bankenkrisen. Denn wir brauchen dann plötzlich nur eine Verlangsamung des Finanzkredits, der ja die Preise hochtreibt. Der muss sich dann nur mal verlangsamen, dann gehen die nicht weiter hoch. Es ist ja ein Ponzi-Scheme. Dann haben wir die ersten notleidenden Kredite, dann geht der Finanzkredit weiter zurück. Und die Banken benötigen nur 10% Verlust ihrer Aktiva maximal, meistens reichen schon 3 oder 4%, dann ist eine Bank bankrott, das geht recht schnell. Aber es muss nicht so sein, es gibt auch die produktive Kreditschöpfung, das ist, wenn neues Geld geschaffen wird durch die Kreditvergabe und es wird zur Verschaffung von neuen Gütern und Dienstleistungen oder zur Erhöhung der Produktivität, zum Beispiel in der Umsetzung von neuer Technologie, verwendet. Dann haben wir Wachstum ohne Inflation, ohne Inflationsdruck. Und wir können auch die Beschäftigung jederzeit erhöhen. Wir können auch selbst bei Vollbeschäftigung
produktive Kreditschöpfung haben, weiteres Wachstum. Denn das Limit hier ist ja eigentlich nur der menschliche Geist, die Innovation, neue Ideen, die von Kreditschöpfung, wenn sie produktiver Art sind oder produktivitätserhöhend sind, und das sollte natürlich alles nachhaltig definiert sein, das setze ich voraus, dann führt es zu neuem Wohlstand, was wir als Wohlstand empfinden würden. Tja, also das sind eigentlich die Grundprinzipien, man kann das auch zahlenmäßig darstellen oder in Formeln darstellen, das ist hier meine Quantitätstheorie des Kredits, dass wir also die Kreditmenge unterteilen in diese zwei Ströme, die Realkreditschöpfung, um das mal so kurz auszudrücken, geht in die reale Volkswirtschaft. Dort muss man dann weiter unterteilen in Konsum und Anlage. Man kann es noch weiter unterteilen, natürlich die Anlagekreditvergabe in Exporte, nachhaltige, nicht nachhaltig und so weiter. Das kann man dann ad infinitum verfeinern. Das ist also nur die gröbste Zerteilung der Geldströme, der Kreditströme in zwei Ströme. Und natürlich die Finanzkreditschöpfung bestimmt die Finanzmärkte. Man kann das auch empirisch dann ökonometrisch belegen. So können wir diese ganzen Puzzles und Anomalien erklären, die von den Theorien sonst nicht erklärt werden konnten, wie zum Beispiel natürlich Japan, das ist die größte Herausforderung für die VWL in den letzten 20, 30 Jahren darstellte. Das ist alles kein Rätsel, was da passierte. Da können wir das nominale BIP-Wachstum sehr leicht erklären. Das ist die Realkreditschöpfung. Daher, die ist auch weiterhin so um Null. Daher natürlich auch nach 20 Jahren kein Aufschwung in Japan. Die Vermögenswerte, Inflation und Deflation dann wurde auch durch den Finanzkredit erzeugt. Und so werden diese Boom-Bust-Zyklen erzeugt. Das kann natürlich auch in anderen Ländern stattfinden. Wie wir sehen in Irland, da wurde die breite Bankkreditschöpfung massiv erhöht. Wenn sie schneller wächst als das BIP, das Nominale, dann ist es per Definition, wissen wir ja, ist dann Finanzkreditschöpfung, das also Finanzblasen erzeugt, in Spanien auch. Und wenn das für mehrere Jahre stattfindet, zwischen ja, 50, 20 oder 30% Gesamtkreditschöpfung, die hauptsächlich in Finanzmärkte geht, dann kann man da hundertprozentig sicher sein, dass dann eine Bankenkrise folgt. Und daher war das natürlich alles sehr absehbar, wie ich ja auch in meinem Buch, das 2005 veröffentlicht wurde auf Englisch oder 2007 auf Deutsch, gewarnt habe. Hier ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sich überlegt, ja, wer ist eigentlich da verantwortlich dafür? Ja, das ist die Bankaufsicht. Es wird öfters gesagt, wir haben keine Bankaufsicht in Europa, keine Zentrale. Oder es wird ja auch sehr gut von Brüssel jetzt wieder vermarktet. Wir brauchen jetzt eine europäische Bankaufsicht. Mal was ganz Neues überlegt, geben wir es doch der EZB. Es ist natürlich ein Witz, ein sehr ironischer, denn die EZB war ja schon die ganze Zeit die Bankaufsicht. Die EZB ist die Bankaufsicht, sogar formell mit dem Namen Bankaufsicht, tatsächlich mit Leuten, Angestellten in 14 der 17 Euro-Länder. Und da sind die ganzen Basket-Cases dabei natürlich, Irland, Spanien und so weiter. Das ist EZB-Bankaufsichtspolitik. Und wer ist für die Geldpolitik verantwortlich? Ach, das ist ja auch die EZB. Ja, also es ist relativ offensichtlich, dass diese Blase, die absehbar war, Irland, Spanien, Portugal, Griechenland, von der EZB erzeugt wurde. Und daher, das führte natürlich dann zu den Finanzkrisen, als die Banken bankrott waren und die EZB die irische Regierung zum Beispiel nicht ja, sie im Stich ließ und nicht ihr half, das Problem billiger zu lösen. Da war plötzlich dann selbst Irland, der ehemalige Musterknabe, bankrott. Das geht also alles auf die Zentralbankpolitik der EZB zurück. Deutschland hat es da besser, wir hatten natürlich auch Bankprobleme, das ist klar, aber das war hauptsächlich, weil den Landesbanken nach Druck von Brüssel, teilweise aus England oder Amerika kommend, gesagt wurde, ja, ihr müsst jetzt echte Banken sein und ihr müsst aggressiv sein, ihr braucht, das geht nicht mehr mit der Staatsgarantie und so weiter. Dann kamen gleichzeitig die Bear Stearns, Toxic Waste, diese Müllanleihenverkäufer und haben gesagt, hier, schaut mal, amerikanische Papiere, AAA. Und dann wurde denen das angedreht. Und das war der Witz in der Finanzbranche schon seit Jahren, bevor das losging. Ja, denen können wir den Müll verkaufen. Und man muss natürlich sagen, es ist
Es ist schon etwas unfair, denn dafür wurden sie ja gar nicht geschaffen. Das war auch wieder der Druck der Systemänderung aus Brüssel, der das überhaupt möglich machte. Aber Gott sei Dank, trotzdem war das ja nur klein, das waren ein paar größere Banken, auch Commerzbank und so weiter, Dresden oder wie sie alle hießen, die Geld brauchten. Die Mehrzahl der Banken hatte kein Problem, weil sie gar nicht ins Ausland Kredit vergab. Und das sind 70% unseres Banksystems, die Sparkassen und Volksbanken. Was machen die für eine Kreditvergabe? Die vergeben kaum Finanzkredit, weil sie sehr klein sind und weil sie lokal Kredit vergeben an kleine Unternehmen, Haushalte, Kleinstunternehmen. Und das ist dann fast immer produktiver, als was größere Banken machen. Also kleine Banken, das ist schon mal eine sehr gute, ein gutes System. Wir sehen also, dass die Bankkreditschöpfung, die Breite, mit dem BIP wuchs und daher hatten wir keine Finanzblase in Deutschland und daher auch keine einheimische Bankenkrise. Wir hatten natürlich diese importierte Bankenkrise. Tja, was für Lehren können wir daraus ziehen, aus diesen Fakten? Bankkreditschöpfung ist ein Privileg, ein öffentliches, ein gemeinschaftliches Privileg. Und es ist natürlich gar kein Naturgesetz, dass es die Banken sein müssen, die der Hauptlieferant der Geldmenge in der Wirtschaft sind und die Entscheidungen treffen dürfen, wer denn für was Geld erhält, neu geschaffenes Geld. Es ist relativ leicht darstellbar, dass natürlich ein Staatsgeldsystem effizienter wäre, wo der Staat, da es ja ein staatliches Privileg ist, das Geld direkt ausgibt. Die Banken haben das natürlich über die Jahrhunderte sich angeeignet, das Privileg. Implizit, zumindest in den Kreisen, wo es bekannt war, war natürlich der Gedanke, okay, die haben dieses Privileg, die verwenden das, die tun ja auch was Gutes. Und das kann natürlich schon sein, dass Banken auch mal was Gutes tun. Aber es wurde vielleicht zu sehr darauf gehofft, dass dieses Privileg nicht gegen das Gemeinwohl verwendet würde. Denn niemand hat den Banken formell gesagt, passt mal auf, vergebt nur Kredite für produktive Zwecke in der Nachkriegszeit. Davor schon. Das war nämlich ein altes deutsches Prinzip im Bankwesen. Aber das fiel weg, denn wenn sie das machen würden, dann hätten wir keine Bankenkrisen und hätten wir auch weniger Inflation. Die Großbanken insbesondere, denen wurde auch nur immer gesagt, ja, maximiert doch eure Profite, wie können wir das machen? Wir vergeben Kredite für spekulative Zwecke, damit werden diese Ponzi-Blasen geschaffen und da kann man sehr schnell zu viel Geld kommen im Finanzsektor. Und das ist natürlich für den Steuerzahler, so wie es bisher gemacht wurde, sehr, sehr teuer. Also wie können wir Bankkrisen vermeiden? Man muss nur diese unproduktive, spekulative Finanzkreditschöpfung unterbinden. Man könnte sie einfach verbieten. Das kann man machen. Und ohne den Finanzkredit keine Bankenkrise. Dann braucht man sich nicht darüber unterhalten, wollen wir die Hedgefonds jetzt mehr regulieren, brauchen wir Transaktionssteuern und so weiter. Das kann man dann alles dereguliert lassen. Denn das wird sowieso sehr schnell verwelken. Denn die ganze Hedgefonds-Industrie, Private Equity und so weiter, die sagen alle, wir sind sehr innovativ, ganz sophisticated systems und so weiter. Aber da läuft nichts ohne den Bankkredit. Aber den sollten sie sich nicht holen. Die sollen weiter spekulieren, die sollen sich doch Geld von den Kapitalmärkten holen, die angeblich so effizient sind. Good luck. Aber das öffentliche Privileg der Geldschöpfung als Hauptursache der Gewinne der Hedgefondsindustrie zu verwenden und zu auszuschlachten bei diesen hohen sozialen Kosten, das natürlich sollte nicht erlaubt sein. Also müssen wir die Bankkreditschöpfung überwachen. Und wir müssen die Überwacher überwachen, denn normalerweise machen das ja die Zentralbanken. Basel-Richtlinien können das nicht machen. Die haben auch keinen Track Record, die Finanzblasen zu verhindern. Wir hatten ja schon Basel I, bevor es in Japan losging. Und der Grund ist natürlich, man kann die Kapitalbeträge leicht erhöhen, wenn man eine Bank ist in einer Boomphase, weil die Banken ja das Geld schaffen, das wieder zum Kapital wird. Das einzige Werkzeug bankregulatorisch, das einen Track Record hat, Bankenkrisen zu vermeiden und auch große Wirtschaftszyklen, ist die Kreditlenkung. Das funktioniert ganz gut. In Deutschland Kreditlenkung oder Kreditplafondierung genannt. In Asien, Ostasien, Japan, Taiwan, Korea, China als Window Guidance bekannt.
aber andere europäische Länder hatten es auch eingeführt. Also es war praktisch weltweit zeitweise verwendet, Encadrement de Crédit in Frankreich zum Beispiel. Das ist das Kernstück des ostasiatischen Wirtschaftswunders. Das ist eigentlich, was auch wir den Entwicklungsländern sagen sollten. So können wir, so kann jedes Land hohes Wachstum schaffen, ohne Inflation. Es sollte natürlich auch dann das Wachstum richtig definieren, nachhaltiges Wachstum. Diese Kreditlenkung, die also in vielen Ländern eingeführt wurde, die ist extrem effektiv. Manche meinen ja, aber Japan ist das nicht ein bisschen jetzt so ein Gegenbeispiel? Die hatten ja auch Kreditlenkung, wie ich auch in meinen Studien zeige, in den 80er Jahren. Und da wurde diese Blase geschaffen. Die schockierende Tatsache ist, die Kreditlenkung war extrem effektiv. Es ist ein Werkzeug. Man kann das Werkzeug für gute Sachen verwenden und für schlechte Sachen. Es ist effektiv, das gesetzte Ziel zu erreichen. Das Ziel war, eine Finanzblase zu erzeugen. Das war die Politik der Bank von Japan. Das zeige ich im Detail in Princes of the Yen, in meinem Buch. Das ist also das Werkzeug, das tatsächlich das Ziel erreicht, Bankenkrisen zu vermeiden. Gut, wenn wir jetzt aber eine Bankkrise haben, was können wir dann machen? Schauen wir ganz kurz zwei Bankenkrisen an. Zwei japanische. Japan hatte vier Bankenkrisen im 20. Jahrhundert. Und ich möchte hier zwei vergleichen. Natürlich die, die in den frühen 90ern angefangen haben, das ist eigentlich die jetzt, die ist, was die Banken angeht, vorbei. Mit den Banken geht es jetzt wieder gut, aber sie vergeben halt keinen Kredit. Für die Wirtschaft sind die Folgewirkungen weiterhin spürbar. Es gab aber eine Bankenkrise 1945, die noch viel größer war. Da waren, in den 90er Jahren, da war ungefähr 25% der Vermögenswerte der Banken notleidend oder konnte man praktisch abschreiben. Das ist viel, das ist zu viel für das Banksystem. Aber 1945 war das 100% oder annähernd 100%, weit in den 90er Prozenten. Und damals waren auch die Firmen zu 100% auf Bankkredit angewiesen. In den 90er Jahren gab es ja schon sehr viele andere Möglichkeiten, Kapital, Märkte und so weiter. Dennoch hatte diese Bankkrise von 1945 praktisch keine Auswirkung auf die Wirtschaft. Vielleicht maximal ein Jahr ein bisschen Schwäche in der Wirtschaft, danach schon wieder extrem rapides Wachstum und ein starker Aufschwung. Die Krise in Japan hält weiterhin an. Was ist der Unterschied hier? Der Unterschied ist die Politik der Zentralbank. Also 1945 wollte die Zentralbank keine Rezession. Und die Amerikaner wollten es auch nicht. Tja, dann kann man das Problem natürlich sehr schnell lösen. Die Zentralbank kaufte die notleidenden Werte auf, natürlich nicht zum Marktwert, sondern eher zum Nominalwert. Sagen wir mal zu 100, obwohl sie nur 20 wert sind. Und das Problem ist gelöst. Was zahlt der Steuerzahler? Nichts. Warum? Wir verwenden ja hier das Signorage, die Stellung der Zentralbank, Geld aus dem Nichts schaffen zu können. Es ist auch nicht inflationär natürlich, denn es kommt ja kein neues Geld in Umlauf. Die Zentralbank macht übrigens keinen Verlust von 80, sondern einen Gewinn von 20. Denn wenn Sie die Lizenz hätten, Geld zu drucken, und Sie gehen jetzt eher zu Harrods als zu Aldi, und es ist ein bisschen teurer, macht Ihnen das was aus? Ach, jeder Kauf ein Gewinn. Um Bankenkrisen zu beenden, müssen wir also nur das tun, was Zentralbankpraxis ist, wenn Zentralbanken keine Bankenkrisen und Rezessionen wollen. Sie kaufen die Dinger auf, lassen sie auf der Bilanz stehen, sie müssen ja nicht zum Marktwert bewertet werden. Problem gelöst, Kosten null. Nicht nur Japan hat das gemacht, die Bank von England hat das 1914 gemacht, als Großbritannien in Deutschland den Krieg erklärte und sich herausstellte, hoppla, die ganzen deutschen, österreichisch-ungarischen, türkischen internationalen Papiere laufen über London, britische Banken halten die, große Bestände, das sind Feindpapiere, man kann sie nicht mehr einfordern, die britischen Banken waren alle bankrott. Ungünstiger Zeitpunkt, man hat gerade Krieg erklärt, jetzt geht's los. Na, dann wollen wir das Problem doch ohne Kosten für irgendjemanden lösen. Die haben die Papiere aufgekauft durch die Bank von England, Problem gelöst. Das alleine, so hat es natürlich auch die Federal Reserve gemacht, das erklärt, wenn Sie jetzt an Amerika denken, warum dort die Kreditschöpfung um 5% ansteigt, während in Europa sie weiter schrumpft. Es wird aber möglicherweise nicht genug sein, diese Maßnahme durchzuführen, weil wir auch
die Bankkreditschöpfung ankurbeln müssen, wenn wir so eine Situation haben wie in Irland, wo die schon länger um 10% schrumpft. Das ist dann eher wie in Japan. Und da gibt es eine Möglichkeit, wie wir die Fiskalpolitik stimulieren. Normale Fiskalpolitik bringt also Geld in die Wirtschaft, wird aber durch Staatsanleihen wieder rausgeholt aus der Wirtschaft. Wenn aber jetzt die Regierungen wie Spanien gar keine Staatsanleihen mehr ausgeben, sondern sich das Geld vom Schöpfer des Geldes holen, den Banken, so viel besser. Und zufällig ist der Zins dort auch viel, viel niedriger. Der Kreditzins ist in Spanien, Irland, Portugal, Griechenland deutlich niedriger als der Anleihenzins, weil dort die Spekulanten natürlich gegen die Länder wetten können. Wenn man das so macht, dann wird man also das Geld in die Wirtschaft pumpen von der Regierung, aber es wird nicht zu einer Schrumpfung der Privatnachfrage führen, weil sie ja nicht mehr rausgeholt wird aus der Wirtschaft, sondern es wird neu geschaffen. Dann haben wir also den Wirtschaftskuchen expandiert. Was also meist gemacht wird oder auch in Japan gemacht wurde, in Europa gemacht wird, in Deutschland auch, ist, dass die Fiskalausgaben nicht durch Kreditschöpfung gedeckt sind und daher ist es der gleiche Wirtschaftskuchen, kein Wachstum, aber der Regierungsanteil des Kuchens steigt. Da muss also der Privatsektoranteil schrumpfen und daher kein Wachstum. Was wir also brauchen, ist eine Expandierung der Kreditschöpfung, was ich also schon in den frühen 90ern quantitative Lockerung genannt habe. Hier ist mein ursprünglicher Artikel im Nikkei. Wurde dann von Zentralbank später falsch definiert. Es ist die Kreditschöpfung, die angekurbelt werden muss, breit, nicht nur durch die Zentralbank, durch das Banksystem, aber am besten durch den Staat. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist also meine Schlussfolgerung hier, die Lektionen. Die Lektionen und dann die Schlussfolgerung. Lektionen sind, tja, wir müssen ein bisschen skeptisch sein Zentralbanken gegenüber. Wir haben in Deutschland Glück gehabt. Wir haben seit den 50er Jahren eine gute Zentralbank gehabt, die Bundesbank. Und wir haben auch ein gutes Banksystem gehabt, nämlich Sparkassen, Volksbank, kleine Lokalbanken. Und das kann dann schon etwas zu falschen Einstellungen führen. Zentralbanken sind in anderen Ländern etwas rabiater und da gehört auch die EZB dazu, die nicht die Fortsetzung der Bundesbank ist, sondern das Gegenteil des Prinzips der Bundesbank. Sie ist nämlich wieder so abhängig wie die Reichsbank. Und das war ja genau die Lektion, die wir gelernt haben, als wir die Bundesbank eingeführt haben, dass eine Zentralbank in die demokratische Struktur eingefügt sein muss und auch von demokratisch gewählten Vertretungen Weisungen durch Gesetze erhalten darf. Das war bei der Bundesbank der Fall, ist bei der EZB nicht mehr der Fall, genau wie bei der Reichsbank, die nur ausländischen Interessen, Reparationskomitee rechenschaftspflichtig war und zur Katastrophe geführt hat. Zentralbanken sind selber politische Akteure, die politische Ziele verfolgen. Japan, da musste die Bank von Japan die amerikanischen Ziele der Strukturreform der Neoliberalen durchführen. Das geht nicht ohne Rezession. Die EZB hat ja auch immer ihre komische Kreditpolitik, ich hatte es ja auch öfters hinterfragt, damit begründet, schauen Sie Irland an, ja, das ist doch der Beweis, Deregulierung funktioniert. Das war eben die Jahre bis 2007. Dabei war das nur dieser Kreditboom. Dann Deutschland, da hat die EZB eine Kreditklemme erzeugt, 2002, 2003. Gleichzeitig haben die in einer Veröffentlichung gesagt, ja, das beweist doch, das deutsche System funktioniert nicht. Der Arbeitsmarkt viel zu verkrustet. Wir brauchen Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung. Das war nur die Kreditpolitik der EZB. Seit Ausbruch der Krise kommen die jetzt schon relativ direkt aus den Löchern und sagen, was sie machen wollen. Sie wollen die Vereinigten Staaten von Europa einführen. Und Trichet hat es gesagt, ist einer der Mitautoren des Maastricht-Vertrags. Ein anderer Mitautor des Maastricht-Vertrags hat mir mal gesagt, wir wussten damals schon, wir brauchen eine große Krise, sonst kriegen wir nicht das europäische Finanzministerium und die Vereinigten Staaten von Europa. Und das ist die Krise. Daher müssen wir natürlich auch die Zentralbanken unter demokratische Kontrolle bringen. Also hier die Schlussfolgerung, die Reformvorschläge. Der kleinste Schritt, den man sofort ganz leicht machen kann, ohne etwas zu ändern am System, ist, ein System der Kreditlenkung einzuführen, das durch die Zentralbank umgesetzt wird, die natürlich transparent und rechenschaftspflichtig sein muss. Das hat schon viele Vorteile. Da können wir schon mal stabiles Wachstum ohne Krisen, Bankenkrisen haben. Wir können auch einen niedrigen Zins setzen. Der Kredit wird sowieso immer alloziert. Das heißt, wir können auch die Zinsrate senken. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele und das ist bewährt. Da kann man also sehr wenig dagegen argumentieren.
In Deutschland können wir das natürlich kombinieren mit dem System des Lokalbanksystems, der kleinen Banken, die daher sowieso eher produktive Kredite vergeben. Das könnte man auch in anderen Ländern einführen, wo das schon zerstört wurde, dieses System. Am besten ist es natürlich, wir haben Kreditlenkung, aber verbinden die mit der Kreditschöpfung durch den rechtmäßigen Besitzer der Kreditschöpfungs- oder Geldschöpfungsgewalt, das Volk, also Staatsgeld. Das ist das effizienteste und gerechte System. Es wird natürlich die Schuldenlast deutlich reduzieren. Der Zinsdienst kann deutlich reduziert werden und Regierungen hätten wieder wichtige wirtschaftspolitische Werkzeuge in der Hand, die ihnen ja schon seit längerem genommen wurden. Beispiele: China natürlich, Staatsgeld. Großbritannien über Jahrhunderte hatte Staatsgeld aus Holz. Japan Staatsgeld, bevor die Zentralbank eingeführt wurde. Deutschland auch, am Anfang des Deutschen Reiches, 1870, 71 gab es also auch Staatsgeld. Dann kamen natürlich die Banker schnell dahin und haben gesagt, ja, ihr braucht jetzt eine Zentralbank, wir müssen das richtig machen und ihr leiht euch besser Geld aus zum Zins. Guernsey, Großbritannien, Staatsgeld. Selbst Amerika, Sie haben es vielleicht schon mal gesehen, es gibt die Federal Reserve Notes und es gibt die United States Notes, die ohne das Fed-System ausgegeben wurden. Und meine letzte Seite, man könnte das natürlich noch weiter mit dem Lokal- und Regionalprinzip verbinden. Also die Geldschöpfungsgewalt dem Volk zurückgeben, die Verteilung der Geldschöpfung demokratisch und ökonomisch effizient lenken, aber drittens das ganze System dezentralisieren und Gewalten an lokale Ebene, Gemeinden in der Form von Regional- und Lokalgeld geben, was noch viele andere Vorteile hat und natürlich am demokratischsten ist und, weil das Wort heute so oft gefallen ist, dann auch die wirtschaftliche Erpressung auf der lokalen Ebene minimiert. Das macht die Leute stark und unabhängig. Historisches Beispiel hier, das Wunder von Wörgl in Österreich, das natürlich dann auch verboten werden musste. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Okay, bitte kurz fassen. Herr Professor Werner, es ist das eingetreten, was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Ich habe sonst immer Ihre Beiträge, die ich auch in Hohenheim gehört habe, sehr geschätzt. Ich habe hier die Frage mit diesem Nichttreiben der Inflation durch investive Kreditvergabe. Wie ist denn das mit Irving Fischer und der Vollauslastung? Und die dann die Preise treibt. Ich hänge diesem Prinzip an, also dem konnte ich leider jetzt nicht folgen. Dann ist es noch die Sache mit, ja, ich möchte das aber doch noch, weil es jetzt, denke ich, heute Nachmittag noch wichtig wird, anbringen. Das ist der Zins als Wachstumsantrieb, das Sie ausschließen. Wir hatten eine interessante Diskussion in Hohenheim, eine ganz kurze, über die Differenz zwischen schuldengeborenem Geld und guthabengeborenem Geld. Bei guthabengeborenem Geld würde ich Ihnen zustimmen, bei schuldengeborenem Geld nicht. Ich lasse es dabei bewenden. Die Kreditschöpfung ist produktiv, wenn also wenn Produktivität erhöht wird und neue Ideen umgesetzt werden. Und da ja nicht alle, selbst bei sogenannter Vollbeschäftigung, tatsächlich alle Ressourcen völlig jederzeit 100% verwendet werden, ist da genug Spielraum, neue Ideen umzusetzen, selbst bei Vollbeschäftigung, sodass wir Wachstum haben. Insbesondere, da wir ja immer mehr zu einer Wirtschaftsstruktur uns auf die zubewegen, wo sowieso die Leistung ja nicht Maschinen notwendigerweise voraussetzt. Und wenn immer mehr geistige Leistung ist, ja, da ist der Mensch das Limit. Und das ist ein sehr hochgesetztes Limit, glaube ich. Der andere Punkt, was war es nochmal, mit Schuldgeld versus Vollgeld? Oder nein, guthabengeborenes Geld, Guernsey-Geld. Gut. Okay. Jersey-Geld. Im Vergleich zu? Dem normalen, dem Euro. Dem Pfund. Ja, also Staatsgeld ist. Das ist Guernsey-Geld von 1820. Ja, ja. Das war ein Staatsgeld, eine Form von Staatsgeld. Gut, Guernsey ist auch ein Staat, aber selbst wie in Wörgl
kann es ja von einer Institution ausgegeben werden. Also eigentlich ist ja nur eine Voraussetzung nötig, um das Geld auch in Umlauf zu bringen, dass diese Institution das als Steuerzahlungsmittel akzeptiert, dann läuft das in, geht das in Umlauf. Und so hat es damals die kleine Stadt oder Gemeinde Wörgl gemacht, so kann das Guernsey machen. Und das ist das Wichtigste. Und dann kann das Geld einfach gedruckt werden oder Scheine ausgestellt werden und dann läuft das Ganze. Und so funktionieren auch andere Staatsgeldsysteme, ob das jetzt China ist oder Großbritannien. Also vielleicht verstehe ich Ihre Frage nicht ganz richtig, aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den ich da machen wollte. Danke. Ich habe nicht genau verstanden, wie funktioniert Geldlenkung? Wie geht es? Wie wird das Gelddeckung? Konkret? Kreditlenkung, Entschuldigung. Lenkung, okay. Wie wird ja. das gemacht, konkret? Gut, ja, danke. Das ging so. Und wir sind ja schließlich hier in der Stadt, wo die Pionierleistung gemacht wurde, wo das zum ersten Mal durchgeführt wurde, 1912 in Berlin. Die Zentralbank holt sich die Banken her, und zwar die Repräsentanten. Es wird zuerst natürlich erklärt und dann wird das regelmäßig durchgeführt. Alle monatlich und dann quartalsmäßig müssen die Banken über ihre aktive Seite detailliert Auskunft geben und müssen dann zum nächsten Quartal, es wird kontrolliert monatlich, aber quartalsmäßig muss das eingehalten werden, die Menge der Kreditschöpfung und die sektorale Allokation. Und da kann man dann natürlich Industriepolitik am effizientesten durchführen, denn die Kreditschöpfung wird ja innerhalb von ein paar Jahren die gesamte volkswirtschaftliche Landschaft neu gestalten. Wer Geld für was erhält, bestimmt die Zukunft. Und so wurde das gemacht. Das wurde dann von vielen Zentralbanken auch weiter durchgeführt. So war es auch in Japan. Und Sie fragen sich vielleicht, okay, wieso machen die Banken da mit? Stellt sich heraus, den Banken passt das sehr gut. Das ist eine Art Kartell. Die Banken haben da auch gleichzeitig sehr viel Sicherheit in diesem System. Und langfristig natürlich vermeiden wir Krisen, was ja Banken bankrottiert. Also Banken spielen da fast immer gerne mit. Wenn es die Zentralbank macht, wissen Sie auch, die müssen mitspielen. Die Zentralbank hat sehr viel informelle Macht über Banken. Da ist mehr in meinem Buch Princes of the Yen vielleicht, aber wir können uns auch gerne nachher noch unterhalten. Gunnar Kessler ist mein Name, ich bin Wirtschaftsingenieur von Natur aus mit einem Faible für Regelungstechnik. Das mag jetzt für meine Frage vielleicht nochmal von Belang sein. Und zwar geht es mir darum, eingangs hatten Sie ja gesagt, die Frage stellt, stabiles Wachstum ist möglich, und dann später auch nochmal den Begriff des nachhaltigen Wachstums genannt. Und ich habe mal gelesen bzw. gehört von einem anderen Vortragenden, der diesen Vortrag ungefähr 2.000-3.000 Mal vorgetragen hat, Albert Baltlep von der Universität von Boulder. Und der sagt halt eben, nachhaltiges Wachstum ist ein Oxymoron, das gibt es nicht. Nach Wachstum, wie wir es verstehen, als exponentielles Wachstum, knallt irgendwann mal durch die Decke und deswegen kann es gar nicht nachwachsend sein. Und auch in der Regelungstechnik gibt es da so einen Begriff der Stabilität, das nennt sich dann BIBO, Bounded Input, Bounded Output, und das ist einfach mit einer exponentiellen Entwicklung nicht darstellbar. Und meine Frage ist jetzt auch im Bereich des Zinses, da kennen wir den Zins, das ist ja auch nichts anderes, der Zinseszins mit einer E hoch irgendwas, einer realen Zahl, und das wächst und wächst und wächst und irgendwann geht es nicht mehr gut. Aber es gibt ja auch noch aus der Mathematik den Begriff der imaginären Zahlen. Und wenn man jetzt dieses E hoch mit einer imaginären Zahl koppelt, dann dreht sich das im Kreis, also im Sinne eines Investitionszyklus oder sowas. Und die etwas provokante Frage, die ich jetzt hier ein bisschen stellen möchte, ist, müssen wir nicht viel mehr auch von diesem realen Wachstum, also mit realen Zinsen, hin zu einem Wachstum im Begriff eines imaginären Zinses, also okay. Dass sich da so im Kreis sieht. Genau, vielen Dank für die Frage. Ich möchte betonen, wir brauchen keinen Zins. Der Zins ist nicht wichtig, es ist nicht die wichtigste Regulations- und geldpolitische Maßnahme. Es gibt ökonomisch kaum Begründungen und Rechtfertigungen für den Zins in einem Bankkreditsystem. Staatsgeld oder Vollgeld kann durchgeführt werden und wir brauchen dann nicht diesen exponentiell wachsenden Zins, denn, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, das ist sowieso nicht nachhaltig, unmöglich und schafft viele Probleme. Und das kann man damit verbinden, das ist der Vorteil von Staatsgeld, dass wir auch das Problem des Zinses lösen können, denn wir brauchen den nicht. Den braucht natürlich ein kreditschöpfendes Banksystem, wenn man die Banken nicht anders incentiviert, das kann man machen mit Kreditlenkung. Also es gibt, das ist sozusagen die politisch leichtere, durchführbare Maßnahme, Kreditlenkung, da kann man den Zins dann sehr niedrig machen, da muss man sehr wenig am System ändern.
Aber besser ist dann natürlich, wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und Staatsgeld hat. Und ich meine, der Zins war ja bis vor 250 Jahren verboten. Und das lief ja auch ganz gut. Aber vielleicht noch den anderen Punkt jetzt mit Nachhaltigkeit. Also es gibt kein Wachstum. Es gibt ja kein Wachstum. Was wir Wachstum nennen, ist eine Illusion, die geschaffen wurde, um im Prinzip den Zins zu gerechtfertigen. Denn ohne Wachstum ist es schwierig zu sagen, ihr müsst jetzt so und so viel Prozent, und das wächst ja ständig weiter, uns geben. Aber Wachstum existiert natürlich nicht. Also ich spreche halt von dem, was wir empfinden als Wachstum, nämlich die Schaffung von Werten und Wohlstand und dass es uns besser geht. Und diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die hat halt nur die Positiven gezählt, die Negativen wurden nicht reingetan und so kommt Wachstum raus. Nicht? Okay. Griechenland kam ja durch die bekannten Taschenspielertricks in die Währungsunion und da soll ja ein gewisser Herr Mario D. eine entscheidende Rolle mitgespielt haben, der zuvor bei Goldman Sachs tätig war. Die Frage ist, wie konnte jemand mit diesem Namen überhaupt Präsident der EZB werden und wem dient das eigentlich? Sprich, man wusste ja eigentlich, wer er ist und wie konnte es dazu kommen, dass er tatsächlich Präsident der EZB wurde? Und die nächste Frage daraus sich ergeben, wem dient die EZB wirklich? Danke. Genau, und ich brauche da nicht viel zu sagen, denn die Fragen sagen eigentlich alles. Wie konnte das möglich sein und wem dient die EZB? Genau, danke. Nochmal kurz zum Wachstum und der Zusammenhang zwischen Wachstum und Realzins letzten Endes. Den Zusammenhang, den Sie da nachweisen, der ist ja schon im einfachsten neoklassischen Modell drin. Auch was die zwischen realen Kapitalnutzungspreis, wenn Sie das ist gleich ein Realzins, und ein Wachstum, kann man zeigen. Also, im Modell ist aber die negative Korrelation. In der Theorie ist die negative Korrelation. Im neoklassischen Wachstumsmodell. Ich kann es Ihnen zeigen. Das ist ganz einfach, da gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Realzins und Wachstum. Sie sehen meine Analyse natürlich nur in nominalen Zahlen, in nominalen. Denn das Problem mit sogenannten realen Zahlen ist natürlich, die sind ja gar nicht real. Das ist ja auch ein Beispiel dieser Vernebelung in der VWL. Man spricht von realen Zahlen, dabei sind genau die sogenannten realen Zahlen, die völlig irreal sind, nämlich theoretische Zahlen, die auf vielen theoretischen Annahmen aufbauen, während die, die man echt messen kann, die werden nominal genannt und sind eigentlich die realeren. Daher arbeite ich nur mit nominalen und das hat schon mal einen großen Vorteil, in der Findung der tatsächlichen Zusammenhänge. Und es war ja auch immer schon ein Widerspruch, wie Theorien umgesetzt wurden in der Geldpolitik. In der Geldpolitik wird ja der Nominalzins bewegt. Daher müssen wir uns den ja anschauen. Der soll ja nach den Theorien, die Zentralbankpolitik, die ganze geldpolitische Theorie und Modelle, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel, da müssen Sie doch zustimmen, wenn die Zentralbank den Zins senkt, sollte sich das positiv auswirken. Das bestreite ich nicht. Ich habe ja nur auf diesen anderen Zusammenhang kurz hinweisen wollen. Ja gut, das ist ja diese theoretischen, das sind ja vielleicht Modelle. Eine kleine Frage, aber die ich aber wirklich... sehr theoretische Modelle. Eine kurze Frage. Lokalgeld, da brauchen Sie viele Wechselkurse. Wer bestimmt die? Sie sagten, Investitionskredite sind positiv, wenn sie eingesetzt werden für Güter und Leistungen. Genau da, zu diesem Punkt habe ich 2003 ein halbes Jahr mit der Zentralbank verhandelt. Wann kommt die Familienarbeit ins BIP? Dr. Opa, wir wissen nicht, wie wir es bewerten sollen. Ich habe dann ein Verhandlungsergebnis bekommen mit einer Falle. Und jetzt wollte ich fragen, wir haben da eine Lösung gefunden. Die haben dann geschrieben, eine Änderung der Geld- und Währungsordnung würde ferner in den Aufgabenbereich des Gesetzgebers fallen. Und das ist ja das, was die Bilderberger immer verbieten. Und jetzt wollen wir andersrum sagen, historisch war ja, Adenauer hat Ludwig Erhard die Kinderrente rausgestrichen. Die Gewerkschaften haben dann für den Mann das Familiengehalt. Und jetzt könnten wir doch sagen, wir splitten das Familiengehalt in ein Familienmanagementgehalt und einen Single-Leistungslohn. Und dann haben wir ein demokratisches Subjekt, was diese Vollgeldreform durchführt. Ja, ich bin Gewerkschafterin und im Bildungsbereich und wäre das so in Ihrer Linie? Ich würde sagen, ja, denn also was ich schon vorgeschlagen habe und was auch, wo ich auf dem Druck bin, ist natürlich die Haushaltsleistungen, die da geleistet werden, ja. Erzieherische Leistungen. Und gerade wenn wir uns überlegen, was schafft Produktivität? Ja, Erziehung ist alles, denn der Mensch schafft die Produktivität.
dann sehen wir diese Leistung und das wird überhaupt nicht gewertet. Das muss gewertet werden und das muss auch richtig belohnt werden, denn das Prinzip der Quantitätstheorie des Kredits ist ja, für produktive Aktivitäten dürfen wir sogar Geld schöpfen. Das heißt, wir können also Gehälter zahlen, die Zentralbank oder der Staat kann da Geld schöpfen und das an diese Leistenden für ihre große Leistung auszahlen. Und natürlich Kindergeld, denn das ist ja die produktivste Kreditschöpfung, die man sich vorstellen kann. Eine Frage zu Zentralbanken. Zentralbanken verfolgen die Politik ihrer Eigentümer. Wer sind die Eigentümer? Können Sie das mal in drei Beispielen erläutern? Bank of England, Fed und Europäische Zentralbank. Vielleicht muss ich mich auf eine beschränken, die leichteste. Das ist natürlich die Fed, die de facto ja die Federal Reserve Bank of New York ist. Da wurde später ja nach der Gründung 1913, wurde ja viel später in den 30er Jahren, ist diese Board in Washington geschaffen, damit es ein bisschen politischer und offizieller aussieht, aber die tatsächlichen Operations werden alle von New York umgesetzt und die Federal Reserve Bank of New York ist 100% im Privatbesitz der Banken, der Wall Street Banken. Auf Anfragen von meinen Studenten, bitte mal das Register der Anteilshaber, das wurde uns nicht geschickt. Da gibt es sicher auch Wege, wie die das rechtlich machen, dass sie das nicht schicken müssen. Es muss ja auch Gesetze geändert werden, damit mal ein Audit stattfindet, der Fed. Aber wir wissen, das sind die Banken, die Wall Street Banken. Und daher natürlich ist das eine sehr berechtigte Frage. Aber wenn wir dann selbst eine Zentralbank haben, die im öffentlichen Besitz ist, das reicht dann meistens nicht, um zu gewährleisten, dass wirklich der demokratische Input der Öffentlichkeit reflektiert wird. Denn im Endeffekt geht es dann nur darum, wer sind da die Top-Leute? Und dann werden da Personalspiele gespielt und die kommen rein und dann haben wir wieder Goldman Sachs-Leute als Zentralbanker, nicht? Eine Frage. Ich habe in der Szene der Vollgeldbefürworter ganz oft schon die Idee gehört, dass ja auf dem Weg dann auch der Staat in der Lage ist, dieses Geld, was er dort relativ günstig zur Verfügung kriegt, auch in Form von Grundeinkommen oder Ähnlichem oder für Sozialausgaben zu schöpfen. Das würde ja dann im Grunde Ihrer Idee widersprechen, dass diese Kreditschöpfung produktiv sein soll. Wie stehen Sie dazu? Es ist kein Widerspruch, denn man kann das ja als Steuerreduzierung betrachten, wenn da also eine Volksdividende ausgegeben wird. Und da ist es ja kein Widerspruch. Da werden halt die Abgaben reduziert und vielleicht sind sie sogar negativ. Ich meine, Steuern existieren ja auch. Warum nicht negative Steuern? Also wir sparen ja auch. Gut, wenn jeder sofort alles Geld ausgibt, dieses Geld für Konsum, also die Quantitätstheorie des Kredits stimmt schon, aber da ist genug Slack im System, weil wir ja auch diese Abflüsse haben, dass man das durchführt. Aber es muss natürlich durchgerechnet werden. Das ist dann eine Quantitätsfrage. Man kann nicht grenzenlos Geld drucken, das den Leuten geben und hoffen, es gibt keine Inflation. Nein, das geht natürlich nicht. Also, aber ein Staatsgeldsystem wäre meiner Ansicht nach so effizient, dass wir schon sehr viel sowohl die Schulden loswerden können, als auch Steuern reduzieren. Und das kann teilweise in Form von Cash-Auszahlungen des Staates natürlich stattfinden. Ja, ja.